Der Brodem der Bastille hat sich verzogen. Ich sehe alles klar. Memorize, Sensen, die Leaper, die grausamen, geheimen Experimente. Alles hängt zusammen. Ich will diese falsche Utopie zerplatzen lassen, sie zerfetzen. Ich muss den Konzeptionswürfel finden, im Herzen von Charles Cartier-Wells Nemopolis. Dort wird der Sensen-Fluch gehütet. Sicher und warm, im kobaltblauen Schein von Memorize zentralen Servern. Nichts wird mich davon abhalten. Weder die mörderischen Maschinen, noch die brabbelnden Leaper, oder der Vater, von dem ich nichts mehr weiß. Lass Memorize implodieren, sodass die Welt selbst den Namen Cartier-Wells vergisst. Wenn alles vorbei ist, stoßen wir auf David an. Danke, Olga. Wow, was für eine Rekrutin. Du hättest sie früher anheuern sollen. Okay, Konzentration. Finde den Zugang zum Hauptsicherheitsposten von Nemopolis. Okay, ich habe ein bisschen das Gefühl, weil ich ja jetzt... Ist vielleicht ein bisschen lächerlich zu sagen, in der Story anderthalb Wochen, zwei Wochen raus war. Aber irgendwas fehlt mir. Oh Gott, ich muss rekonfigurieren! Nein! Rekonstituieren! Ach, verdammt! Ich wusste es! Denke ich. Was war es? Da! Die Frau! Ich kenne sie! Sehr gefährlich! Hab sie schon mal gesehen! Nein! Sie war... Stoppt sie! Stoppt sie jetzt! Da! Schnappt sie! Haltet sie auf! Schnappt sie! Los! Schnappt sie jetzt! Trace. Irre und unvernichtbar. Ich krieg immer die Besten. Ja, oh Gott. Moment, ich muss das mal... Au. Ja, genau, deswegen Moment. Nein, das war immer noch die falsche Taste und der hat den falschen anvisiert. Das war doch eine Maschine. Konnte ich die nicht für mich irgendwie nützlich machen? Au! Oh, du nervst. Wie sieht denn die jetzt überhaupt an? Ich wollte erstmal den Schild wegkriegen. Oh toll, jetzt hat er einen Scheiß. Deshalb wollte ich den fucking Schild wegkriegen. Warte. So, ich wollte eigentlich sagen, so, das könnte vielleicht daran liegen, dass ich anderthalb, zwei Wochen aus der Story raus bin, aber irgendwie fehlt mir was, was da gerade jetzt, ne, diesen Übergang, oder zumindest warum wir jetzt hier sind. Also, oder ich habe jetzt irgendwie gar nicht aufgepasst, das kann auch sein. Das brauche ich auf jeden Fall. Nee, das passt. Hä, was? Komm zusammen! Ich konnte gerade nicht schlagen. Halt sie auf! Mann, jetzt gib mir irgendeinen Typen.
Fuck. Scheiße. Kann sich der Rotz mal... Au, kann sich... Ist der Rotz jetzt fertig aufgeladen? Oder? Nee, ist er immer noch nicht. Oh, und der hat auch noch ein Schild. Lass mich verarschen. Helm, warum? Shit. Alter, der mit dem Schild, ne? Verpiss dich doch mal. Außerdem hab... Ich weiß nicht, warum... Oh, endlich. So, wo ist denn das Kackding? Wo ist denn das... Ist doch ein Roboter, oder? Wo bist denn du? Okay, nein, warte. So. Okay, der ist jetzt schon mal weg. Jetzt den anvisieren, das scheiß Schild wegmachen. Außerdem habe ich ja gehofft, dadurch, dass wir das jetzt zerstört haben, mehr oder weniger, geht das mal ein bisschen schneller. Aber irgendwie, nö. Fuck. Okay. Ich muss das halt so machen, das dauert halt ein bisschen länger bei ihm, aber... Okay, jetzt kann ich mich wieder voll aufladen. Okay, jetzt kann man voll reingehen. Oh, natürlich! Warte. Komm schon! Nein, das ist noch 90 Sekunden. Was war denn Logikbombe? Okay, machen wir das einfach, damit wir den Typen hier weg haben. Shit. Scheiße. Jetzt bin ich wieder uns konzentriert. Fuck. Ich werde versuchen, die ein bisschen schneller wegzukriegen, ne? Gut. Ach, scheiße, die Roboter-Dinger kann ich gar nicht weiter angreifen, ne? Außer mit... Damit. Fuck! Hä, sind das jetzt noch mehr geworden? Ich meine, es ist schön, dass ich da noch ein neues Dings freischalten kann. Das ist juhu, aber trotzdem. Dann war das der da hinten gewesen. So, du bist weg. Okay, der Rest müsste einfach sein, wenn die mich jetzt mal in Ruhe lassen. Da können wir nämlich auch mal weiter gucken. Hallo? Ich wollte gerade sagen, da können wir nämlich auch mal weiter gucken.
Okay, ich drück mal. Okay, wir haben drei Schlüssel. Aber trotzdem. So, was haben wir gekauft, dass es einfacher wird? Ich finde diesen Wirkopf von Claudi Zugangsprotokolle zum Konzeptionswürfel. Ja. Die gute Nachricht ist, dieses Mal ist er zu Fuß. Und die schlechte Nachricht? Sein Gedächtnis bröckelt weg. Er ist fast schon ein Lieper. Handle schnell! Wie kriege ich ihn? Er geht rauf zum Hauptsicherheitsposten im 103. Stock. Nimm den Lastenaufzug, um ihn abzufangen. Okay. Mach ich gerne. Wo ist er denn? Lastenaufzug? Wenn sie Trace. Ah, okay. Manuelle Entriegelung aktiv. Vorsicht an der Plattformkante während der Fahrt. Okay, wir sind auf dem Lastenaufzug, aber sollten wir nicht in den 103. Stock? Oder hat er gesagt, wir müssen noch. Warte mal, ist das wieder. Ja. Ah, fuck, wie hatte ich das nochmal gemacht gehabt? Ich hab das doch, glaube ich, einfach. Hä, warum trifft sie denn nicht? Oder dauert das bloß länger? Ich möchte doch sagen, ich habe doch einfach immer bloß die Dings abgeschossen. Fuck. Hä, Typ? Ach so, ich muss das so lange. Okay. Ich sehe schon, ich muss das so lange treffen, bis der wirklich mal entweder den Arm direkt verliert. Das kann ja dauern, ey. Ja, krieg dich mal wieder ein. Ja. Ach scheiße, jetzt kommt das hier. Kamera! Falsch. Und so oft sollte er mich jetzt, wenn es geht, nicht mehr treffen, ne? Ich meine, das Stampfen geht ja noch. Aha. Tja, mein Junge. Der wird aber wirklich langsam ein bisschen ungehalten, oder? Darf ich bitte mal deinen anderen scheiß Arm abreißen, Junge? Alter, Wichser. Sorry, aber, Alter. Hey, hat er den Scheiß auch immer noch dran? Jetzt kommt zum Teufel. Okay, das war echt knapp und ich bin echt fast tot, ey. Hilfe! Okay. Da hoch. Gibt es hier noch irgendwas zum Heilen?
Mittendrin wahrscheinlich eher nicht. Okay, gehen wir mal hoch. Das war aber wirklich... Pff. Ich glaube, die letzten... Oh, das ist nur die Folge oder die letzte Folge, keine Ahnung. Wo auch noch, wo ich, glaube ich, sehr wenig gesprochen habe. Captain. Was? Den Trace ist also noch am Amt. Er hält seine Krankheit geheim. Aber nun dreht er durch. Finde ihn schnell. Okay, ich weiß nicht, was das mit den Soulbugs ist. Zumindest hat man das ja am Ende des Kampfes doch schon gehört, dieses Rennen, wo wir noch gar nicht gerannt sind. Keine Ahnung, wird es wahrscheinlich doch mal Zeit für eine Aufnahmepause. Weiß nicht, PlayStation scheint ein bisschen, ist ja auch schon alt. Ne? Muss nicht daran liegen, kann auch am Spiel liegen. Ist ja Gebrauch gekauft, aber trotzdem. Ist halt ein bisschen ungeil. Ich hoffe, dass... Oder das war jetzt bloß mal für den Moment, ne? Muss ja nicht schwarz sehen, aber könnte sein. Okay, wie kommen wir da jetzt am geilsten runter? Waren. Okay. Ah. Okay, lol. Ich kenne Kettenimpressionsverketten. Okay. Okay, gut. Vielleicht soll ich den scheiß Wagen dann doch mal anhalten, wenn das geht. Weil ich habe mich gerade gewundert, so, hä, Wagensteuerung? Ja, ist dann doch nicht so gut, glaube ich. Weil ich habe da bloß noch einen Knopf gesehen. Okay. Mal gucken, ob es überhaupt geht mit dem Anhalten. Ja, geht. Okay, das war eng. Das war eng. Ich dachte, ich fliege da jetzt... flieg, ne? Ich dachte, ich wandere jetzt da schon wieder rein. Ich einfach hier runter. Jo. Okay, ich hätte gedacht, das würde schwieriger werden, zur Tür zu kommen, aber die ist wahrscheinlich auf der anderen Seite, ne? Oder wir kriegen wieder Gegenwehr, obwohl wir hatten gerade erst einen Kampf, der relativ lange gedauert hat, für meiner Meinung nach. Okay, da passiert nichts. Was? Fehlfunktion. Oh, kommt da doch einer. Nicht richtig? Oh. Okay, ich bin sogar richtig. Ja, das mit dem Augenkompass hat mich jetzt ein bisschen irritiert. Ich dachte, ich wäre jetzt in die vollkommen falsche Richtung gelatscht. Ich habe den auch sonst, glaube ich, nicht weiter benutzt. Ist aber vielleicht auch ganz ratsam, um mal ordentlich durchzukommen hier. Zumindest möchte ich noch bis zur Tür kommen. Das sollte doch möglich sein, oder? Außer ich sterbe jetzt wieder. Das wäre natürlich ein bisschen kacke. Ich weiß halt nicht unbedingt, wo ich den Wagen anhalten muss. Mal Spaß, aber hier. War sogar richtig. Aber man sieht halt leider nicht unbedingt, wo man hin muss. Wie zum Beispiel bei Uncharted oder so, da ist es immer relativ klar. Da gibt es auch nicht so eine Hinweise wie hier. Da muss das, glaube ich, sein. Okay, nochmal runter. Nur vorsichtshalber nicht, dass ich irgendwo reinspringe. Wah. Okay, warte mal, Kontrolltafel. Beförderungsding. Kontrolltafel. Wagenrichtung umkehren. Okay, muss ich da nochmal dann hoch? Ich hole mir mal einen. Andocken angefordert. Ich weiß jetzt nicht, ob wir direkt da hinkommen, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch wieder den Überblick verloren, wo überhaupt die Türe ist. Muss ich mal ehrlich sagen. Wir starten mal in der Hoffnung, dass wir nicht irgendwo reinfahren. Okay, wahrscheinlich müssen wir da rüber.
lol. Komm hier so weit überhaupt? Okay, ich kann jetzt wieder zurückfahren, aber ich kann... Angedockt, aber ich kann ihn nicht nutzen. Oder bin ich schon da? Okay, das ist halt wirklich... Ich hatte das Gefühl in dem Spiel eigentlich noch nicht so wirklich. Aber kann halt sein, dass ich, weil ich jetzt auch wieder ein bisschen raus bin und ich am Anfang langsam dran gewöhnt wurde und jetzt halt, na, ist ein bisschen doof. Also, dass ich nie das Gefühl hatte, dass das irgendwie komisch ist. Okay, da haben wir schon mal die Tür oder dass ich den Überblick verliere. Hier habe ich noch eine Wagensteuerung. Ich hoffe, das geht nicht nach hinten los. Der müsste, ich würde gerade sagen, der müsste eigentlich nach vorne fahren. Lol, passt. Okay, dann sind wir jetzt endlich bei der Tür. Ich würde sagen, ich gehe da bloß noch durch die Tür. Ich weiß nicht, ob dann überhaupt was kommt. Aber es speichert halt gerade so schön. Ob da jetzt eine Sequenz kommt oder so. Würde ich mich, glaube ich, jetzt schon mehr oder weniger verabschieden. Identifizierung. Oh, okay, wir wurden identifiziert. Du machst alles gut. Weiter vorne ist ein Aufzug zur Ladengalerie im 103. Stock. Geh durch sie hindurch zum Hauptsicherheitsposten. Trace wird dort sein. Okay, da ich allerdings nicht weiß, wie lange das dauert, der Weg bis dahin, und ich schätze mal, der Kampf gegen Trace wird auch nochmal relativ lange dauern, also wir hatten ja schon eine oder zwei Folgen gehabt, wo wir bloß Endkampf hatten, obwohl der letzte war zwar extrem nervig, der hat aber nicht die ganze Folge gedauert, dass es trotzdem sein kann, dass ich dann da halt so bin. Also ihr wisst schon, was ich meine. Also, dass das dauern kann. Also, ja. So, jetzt aber genug mit dem. Also, ich sag schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen hier an der Stelle wieder, wenn wir dann den Weg zu Trace finden und vielleicht auch noch den Endkampf gleich bestreiten werden. Wie gesagt, man kann nicht vorher wissen, wie lang solche Wege sind. Also, vielen, vielen Dank und bis morgen dann. Ciao, ciao.